So, also, jetzt habe ich wahrscheinlich die Folge geschnitten und es wird jetzt schon die neue sein. Komm, ganz ehrlich, ne? So, Spieler gesperrt. Ja, Polter, zu viel gelbe Karten. Das ist natürlich schade. Wie sieht es denn in der Jugendmannschaft aus? Die drei sind noch gesperrt. Jetzt aber eh nichts Herausragendes. Den können wir auch wegschicken. Die sind alle nicht so herausragend, ehrlich gesagt. Muss ich echt mal gucken, ob wir da nicht nochmal den Jugendscout losschicken. Wie gesagt, also ich werde jetzt wahrscheinlich eh nicht so viel aufnehmen, aber nur, dass ihr wisst, ihr könnt immer noch sagen, wen ich holen soll. Robben oder David Lewis. Die ganzen Details dazu gibt's alles im vorletzten Video, glaube ich, da habe ich mal drüber gesprochen und jetzt leider noch keine Antworten gelesen, deshalb ihr habt noch Zeit. Und zwar im Endeffekt bis hier. Ja, bis hier. Außer er kriegt natürlich, einer von beiden kriegt vorher einen Vertrag von ihrem Verein. Das wäre natürlich blöd, aber dann hätte sich's ja eh erledigt. Also wie gesagt, ihr könnt immer noch entscheiden. Sagt mir Bescheid. So, Pressekonferenz. Ja, wir können ja mal machen. Angelo Ferkel redet natürlich erstmal Scheiße über den Osten. Alles klar. Und jetzt können wir weiter. Leihangebot für... Achso, die Leihangebote habe ich vergessen. Komm, die nehmen das doch eh nicht an. Ich nehme das Angebot an und die nehmen dann aber das Angebot nicht vom Dings an, vom Verein. Das ist total dämlich. Du kannst dir die Funktion auch sparen. So, Polter raus. Tuma... Ach, Anderson ist immer noch verletzt. Dann kommt Abdullahi. Dann könnten wir... Müssen wir ihn da mal reintun. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Ich glaube, es kam noch ein Spiel vorm DFB-Pokal. Dann würde ich sagen, lassen wir die jetzt noch alle drin. Damit die im nächsten Spiel dann mal eine Pause machen können. Und es geht weiter in Dresden. Bei der Dynamo. Und zwar am 5. April. Um 18.30 Uhr bei bedecktem Wetter im Stadion Nieder, da habe ich jetzt nochmal Zweifel dran, unter der Leitung von Maximilian Mehlbacher. Ey, Pires hat den gerade voll abwertend angeschaut, ne? Yay! Gut, also, weiter geht's. In Kürze, das Spiel Dynamo Dresden empfängt den Tabellenführer Union Berlin live hier bei Phoenix Games. TV. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in Dresden im Stadion Nieder am 28. Spieltag der zweiten Bundesliga. Die Spielkommentatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann, die wünschen wir uns her, können sie uns aber immer noch nicht leisten. Genauso wie die Fans nicht die Schals. Deswegen haben nur ein paar gerade hochgehoben und das auch sehr robotisch. Dynamo Dresden kämpft immer noch um Punkte. Da läuft's nicht so, wie es laufen soll. Bei Union dagegen doch schon sehr gut. Ja, seit Angelo Ferkel seine Therapie macht gegen seine Wutanfälle, scheint sich auch die Mannschaft verbessert zu haben. Schubert im Tor, Wahlquist, Müller, Dumic in der Verteidigung, Heise, Benatelli, Ebert und Horvath, Duljevic, Röser sichern vorne ab und im Sturm Kone. Die Aufstellung von Dynamo Dresden relativ überschaubar. Ein 3-6-1? Nee, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein 3-4-3 oder so. Ja, aber sah so aus, so 3-6-1, was... Gut, kann trotzdem sein, ne? Gut. Gikiewicz im Tor, Reichel, Lee, Oxford, Trimmel, Kroos, Pires, Redondo. Jetzt sind wir zu langsam. Gomez im offensiven Mittelfeld und im Sturm Abdullahi und Ennis. Abdullahi ja in der Startelf heute für den gesperrten Sebastian Polter. Und daher geht's hier heute um die Wurst. Anspiel Dresden, hier geht's los, die Fans sind heiß, die Spieler sind heiß, draußen ist es nicht heiß, da ist es eher kalt, aber wir wollen hier natürlich
den Sieg einfahren. Ja, ob galt oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir müssen arbeiten. So, Gomez. Das ist groß. Erstmal nach unten auf Reichel. Pires nicht im Abseits. Pires. Oh, die Flanke war eigentlich gut gedacht, aber schlecht gemacht. Naja, es kann nicht alles funktionieren. Ey. Ja, Kone Spieler im Fokus, Abdullahi auf der anderen Seite, der seit sage und schreibe 4 oder 5 Spielen, ach, das gibt's auch nicht, nicht mehr spielen konnte, außer im letzten Spiel, da wurde er eingewechselt. Tor in Dresden. 1-0, Ebert mit dem Tor, bisschen unverhofft, ein Distanzschuss mal wieder. Ja, gut, war schon zumindest mal im 16er. Ja, Gierkiewicz mit, ich weiß nicht so genau, was er da gemacht hat, auf jeden Fall nichts richtig. Und demnach schiebt Ebert den einfach, ja, schiebt ihn ins Tor. Er drückt ihn ins Tor, kann man schon fast sagen. Ja, Patrick Ebert mit seinem zweiten Tor in der zweiten Bundesliga in dieser Saison. Und das schon nach gerade mal 6 Minuten. Pires. Reichel. Oh, die verlieren den Ball auch gerade so leicht, ne? Ich befürchte wieder Schlimmes. Sag mal. Vier immer zu Spielern wechseln, wenn die irgendwo in Timbuktu stehen. Was soll ich denn mit denen? Ja. Weiter Ball. Gikiewicz steht da. Fängt den Ball. Und wirft ihn erstmal zum Gegner. Eigentlich wollte ich zu dem anderen, also zu Lee werfen. Aber der hat sich dann irgendwie überlegt, doch zu dem anderen zu werfen, war nicht so gut. Lee. Groß. Groß. Reichel. Und wieder Groß. Jetzt mal Groß. Ja, das ist Gomez. Ah, Ennis. Nee, das war Gomez. Das war Ennis. Ennis hat den Pass gespielt. Hey, vertauschte Rollen da vorne. Und natürlich kämpft Union Berlin jetzt wieder um den Ballbesitz. Wieder Dresden. Diesmal aber aufgepasst in der Verteidigung. Das ist Trimmel. Ja, kein Problem. Das ist Redondo. Wieder auf Trimmel. Jetzt der Ball auf Gomez. Der hat da ein bisschen Platz und wird da gefoult. Vom Verteidiger Müller. Sagt er, ja, ist doch egal, ist doch mein Gegner. Yannick Müller sieht die gelbe Karte in der 19. Minute für das Foulspiel an Gomez. Nicht für das, dass er erst mit Vorteil angezeigt hat. Groß. Reichel. Ja, schade. Der sollte eigentlich auch nicht flach kommen, ne, der Schuss. War nicht so geil, mein Freund. War nicht so geil. Weil ich wollte den eigentlich mit Wucht schießen und nicht so. Weißt du? Jetzt. Jetzt aber. Ey, das. Das ist wieder ein Traum, ne? Wie sich das schön spielen lässt und wie hackig und wie langsam und. Wuttherapie. Wuttherapie. Ey. Ja. Was auch immer meine Verteidiger hier machen, sie machen leider nichts Gutes. Oh, Reichel. Ja, wenigstens. Gomez auf Reichel. Das ist Ennis. Das ist Trimmel. Und jetzt Redondo. Redondo. Der ist drin. Und wie schön der war. Redondo mit der halbhohen Flanke auf Gomez. Und der schiebt den regelrecht ins Tor. Schönes Tor zum Ausgleich hier in der 27. Minute. Hier nochmal halb hoch. Dann streckt Gomez da sein Füßchen hin. Und dann geht der schon fast von ganz alleine rein. 1:1. Der Ausgleichstreffer der Berliner. Das hat ja nicht lange gehalten mit der Freude von Dresden. Jetzt freut sich Berlin.
Viertes Tor für Angel Gomez. Angel Gomez. Der Angel Gomez. Oder Angel Gomez. 27. Minute auf jeden Fall. Der Ausgleichstreffer für Union Berlin. Ja, Dresden konnte bis jetzt noch nicht wirklich was Neues, Verwertbares zustande bekommen. Vielleicht ja jetzt. Gomez, was macht er da? Was machen die generell da? Ich verstehe es nicht, was sie da machen. Sie laufen irgendwie querbeet rum. Und so kommt da Patrick Ebert mit seinem Doppelpack in der 31. Minute. Es ist unfassbar. Die Verteidigung nicht anwesend. Hier, ich weiß nicht so genau, was sie da gemacht haben. Du drückst was und sie machen nichts. Und dann laufen sie einfach querbeet. Sich gegenseitig letztendlich über den Haufen. Nicht gut, meine Freunde. Nicht gut. Ja, die Dresdner also gleich wieder mit der Führung, der erneuten Führung, mit dem Doppelpack hier von Patrick Ebert. Ja, Kroos kann da nichts machen, wurde bedrängt, die anderen Spieler alle gedeckt. Was bleibt ihm da Kroos zur Auswahl? Ja, Dresden hat jetzt natürlich Zeit. Die versuchen das schön sauber und konzentriert zu spielen. Das funktioniert, bis mal sowas passiert oder auch nicht. Weil ich den Ball nicht bekommen habe. Schade. Leute, macht nicht schon wieder Scheiße jetzt, ne? Sonst muss ich die Wuttherapie mal kurz pausieren. Reichel. Reichel. Ja, der hat Platz. Reichel läuft. Reichel läuft. Da kommt Gomez und Gomez kann nicht abschließen. Was macht er denn da? Der hatte doch genug Platz. Wieso nutzt er den nicht? Verstehe ich nicht. Ey, Leute. Na? Dankeschön. Trimmel. Ach komm, ey, ich habe die Passtaste viel früher gedrückt. Wieso hat er nicht gleich gepasst? Wieso dauert es manchmal immer noch, dass sie passen? Ich verstehe das gar nicht. Ah, ja, sauber. Latte. Jetzt muss der Ball raus. Und das ist er jetzt auch. Groß. Jetzt mal auf Redondo. Und der kommt wieder nicht an den Ball. Was machen die denn heute? Ey, die kriegen keinen Ball, ne? Die kriegen keinen scheiß Ball. Aber Einwurf für mich. Der hat sein Füßchen dahin gestreckt. Sag mal, was soll das? Ich zu dem wollte ich gar nicht werfen, Mensch. Ja, gibt wieder eine rote Karte, oder? So wie ich dem hinten in die Beine gerutscht bin. Ich hatte ja gar keine Chance, an den Ball zu kommen. Das ist bestimmt... Ja, rote Karte. Ja, Felix Groß sieht rot. Und auch die rote Karte. Verdientermaßen, muss man sagen. Aber völlig verständlich. Zumindest für mich. Ja, weil irgendwie, du spielst Pässe und die kommen nicht an. Die kommen einfach alle nicht an. Pässe, die eigentlich immer ankommen, oder? Halt fast immer. Ah, es ist einfach nervig manchmal. Das Spiel will manchmal einfach dir einen Strich durch die Rechnung machen. Dann kassierst du lauter dämliche Distanzschusstore einfach auf Glück draufgerotzt, weißt du? Ah. Oxford. Ja, der Ball kommt wieder nicht an, wobei Ennis da eigentlich eine Riesenlücke hatte. Aber... Lol, ich hab den erwischt. Was geht? Ich wollte den Ball grätschen und der erwischt einen Spieler, der da vorbeiläuft. Weißt du? Ja. Schön. Oh, wenigstens hätte er noch mal gepasst, wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Ach man, meine Bälle kommen nicht an. Ja, wir müssen versuchen, jetzt natürlich zu zehnt, ist das jetzt natürlich noch schwerer, da durchzukommen. Und vor allem liegen wir hinten, ne? Jetzt kommt Pires. Pires, der ist immer mal für eine Überraschung gut, aber auch er heute... Mit keiner guten Leistung.
kommt nicht an einem Gegenspieler vorbei. Ja, da muss doch einer laufen. Lauf doch mal einer in eine Lücke rein und nicht in die Manndeckung, ihr Vollhorst. Abdullahi, und der kann den Ball auch wieder nicht annehmen. Ja, da gibt es noch die gelbe Karte, weil ich den vorher erwischt habe, was total lächerlich war, weil ich ihn eigentlich gar nicht erwischen wollte. So. Was denn? Ach, Freistoß. Hartl. Hartl. Der ist drin! Ausgleich! Wenn's aus dem Spiel nicht läuft, dann eben so. 56. Minute. Sauberes Freistoßtor hier von Hartl. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass der reingeht. Hier nochmal schön ins offene Eck. Ey, der war echt sauber geschossen, ey. Ja, schön. Marcel Hartl trifft mal wieder, nachdem er mal wieder eingewechselt wurde. Zum so wichtigen Ausgleich in der 56. Minute. Sein fünftes Tor übrigens, glaube ich, wenn ich richtig gelesen. Ach komm, ey, das ist aber keine Karte, Mann. Was geht? Ich wollte, was war daran ein Foul? Ich bin nur in den, ach Mann, ich bin doch nur in den reingelaufen. Was soll ich denn da machen? Wenn der im Weg steht, soll er halt nicht im Weg stehen. Abdullahi auf Pires. Vielleicht jetzt doch ein bisschen Blut geleckt, die Berliner. Nein, der nächste Fehlpass. Weil der erste Ball eigentlich hätte schon zu Hartl gehen sollen, es ist aber nicht gegangen ist, sondern lieber nochmal eine Station mitgenommen hat. Jetzt mal Hartl muss abspielen, das ist Ennis. Das ist der eben eingewechselte Mees, das ist Hartl, aber da ist wieder niemand, den er anspielen kann. Keiner da, der ihm hilft. Und jetzt kommt Berko. Ja, der ist noch topfit, wurde wahrscheinlich auch erst eingewechselt, aber die Flanke war scheiße. Gut gemacht von Pires. Jetzt Hartl auf Mees. Auf Trimmel. Das ist Abdullahi. Und Abdullahi braucht wieder zu lang, den Ball anzunehmen. Das ist heute... Oh, Leute, ernsthaft, was war das jetzt schon wieder? Ach, komm. FIFA, wenn du unbedingt ein Tor willst, dann erarbeite es dir. Und mach nicht sowas, weil es war total lächerlich. Ja, Hattrick Ebert, alles klar, Leute. Alles klar. Patrick Ebert, ja, geile Ballannahme mal wieder hier von Trimmel. Ach, Leute. Ernsthaft. Weil die nehmen den Ball so bescheuert an. Die, oh. Ja. Wieder Rückstand, 3:2. Sorry, dass ich es weggeklickt habe, aber das war wieder so ein Bullshit, einfach wieder den FIFA hier abzieht, dass ich echt keinen Bock hatte, mir das nochmal anzugucken. Ja, sorry, aber ganz ehrlich, wen willst du das erzählen? Dass Lee den Ball annimmt, dabei dann zu jemandem anderen passen will und den Ball dann gegen Oxford passt. Also, sorry, aber das ist so... Nee... Jetzt Seitenwechsel, Mees. Schön gemacht auf Trimmel, aber es ist keiner anspielbar. Hartl. Ja, Hartl probiert es auf die harte Tour. Mees. Ball auf Hartl. Ausgleich. 75. Minute, das gibt's doch nicht. Der erneute Ausgleich von Union Berlin. Und die sind nur zu zehnt und haben jetzt schon dreimal ausgeglichen. In diesem Spiel. Und Marcel Hartl heute mit dem Doppelpack. Gut, gegen Eberts Hattrick ist es nichts, aber ich meine, das Spiel ist noch nicht aus. Ja, was macht Dresden jetzt? Dresden hier eigentlich so ein bisschen mehr Glück, so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Verstand, ein bisschen mehr Glück. Stehen halt immer ganz doll im Weg und, profitieren von Fehlern, die das Spiel programmiert hat. Also, das Spiel hat es programmiert. Nee, die im Spiel einprogrammiert sind, soll das heißen. Aber
schaffen es trotzdem nicht, hier die Führung zu halten. Jetzt kommt Mees. Mees, da ist die Flanke, aber da ist niemand. Und ja, keine Ahnung, wieder Handspiel oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Freistoßentscheidung des Schiedsrichters. Trimmel, sauber aufgepasst. Oxford, Lee. Ja, jetzt hinten rauskommen. Das wird jetzt lustig, weil irgendwie sind alle vorne. Es sind alle vorne. Das ist Hartl. Das ist Mees. Ja, Trimmel hätte laufen sollen, hat er aber nicht. Das ist Mees und wieder die Flanke. Nicht von Erfolg gekrönt. Da kommt Ennis nicht ran. Ja, es ist schon ein bisschen deprimierend, dass hier nicht so viel funktioniert. Aber ich meine, man kann sich nicht beschweren. Es sind 6 Tore gefallen. 3 auf jeder Seite. Komm, ey, das war doch eine... Ach, Junge, ich hab doch den Ball weggegrätscht. Was ist denn los mit dir? Komm, schieb dir dein Spray einfach irgendwo tief rein. Was hältst du davon? Ja, klar, da zeigst du mir nicht mal die Wiederholung, weil es einfach Bullshit war, da zu pfeifen. Ja, gut, kein Tor. Der Freistoß an sich nicht schlecht. Aber auch nicht wirklich gut. Ball auf Pires, aber... Ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass Pires läuft. Und dass ich dem den Ball so ein bisschen zuspielen kann. Ja, gut aufgepasst. Jetzt Mees. Mees, der hat noch Kraft. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sagen Sie sich da. Das ist Hartl. Abdullahi auf Ennis und der bleibt wieder an diesem einen Mann hängen, der einfach immer hinten stehen bleibt. Egal ob Angriff, egal ob Verteidigung, einer ist immer da. Boah, ey, ich dachte gerade, das wird jetzt das 4. Distanztor. Und nochmal weiter Abschlag jetzt von Gikiewicz. Der will's wissen. Der will's wissen, aber so nicht. Ja, der war jetzt irgendwie nicht sinnvoll, aber das Problem ist, die kommen halt trotzdem durch, ne? Ja, gut gemacht. Abseits, und das müsste es eigentlich gewesen sein, ein Spielstand, mit dem Union Berlin heute tatsächlich zufrieden sein kann, weil nach der Leistung heute ist der Punkt eigentlich schon sehr, sehr viel. Ja, Ebert wird hier natürlich mit 3 Schüssen, 3 Tore... 3 Distanztore, muss ich dazu sagen, zum Spieler des Tages gekrönt. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, Fürth, Darmstadt 2:2. Wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben 9 Punkte Vorsprung auf Köln. Die haben aber ein Spiel weniger. Das heißt, sie können auf 6 Punkte verkürzen. Was bedeuten würde, das bleibt halt echt eng bis zum Schluss, ne? Ja, abgelehnt, abgelehnt, Sperre abgelaufen, neue Spieler gesperrt. Ach ja, ich glaube, das war groß. Oh, das ist immer noch ärgerlich, ne, dass der da die Karte gesehen hat. Also, naja, ist ja nicht schlimm. Passiert. So, machen wir so. Jetzt machen wir Friedrich hierhin vielleicht, keine Ahnung. Machen wir irgendwie so. Guck mal, wir müssen erst gucken, weil ich schauen muss, wie jetzt das mit der Woche Pause und so ist. Leihangebot für Carvajal. Ja, ich nehme einfach immer alle an und dann sehen wir weiter. Trainingseinheiten. Yay. Können wir auch gleich machen. Mansia wird besser. Auch gut. Weil der hat ja auch sehr viel Potenzial, wenn ich mich richtig erinnere. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz in den Kalender schauen. Als nächstes kommt Jan Regensburg und dann haben wir tatsächlich über eine Woche Pause bis zum VfB Stuttgart. Und dann haben wir Zeit von Dienstag bis Sonntag. Also eigentlich schon muss ich nicht wirklich. Die sollten eigentlich alle wieder fit sein bis dahin. Was haben wir denn hier? Leihangebot abgelehnt. Ach was. Ist ja mal was ganz Neues. Ja. Ja. Gut. Ich werde an der Folge jetzt aber erst... ich werde an der Stelle jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Ich wollte jetzt nur fürs Wochenende mir...
Ihr habt's gesehen, ne? Ah. Ist nicht schlimm. Ist tatsächlich nicht schlimm, weil ich habe noch ein. Ich müsste noch ein Autosave haben, weil wir jetzt nur zwei Spiele gemacht haben. Das heißt, ich müsste noch ein Autosave für mich haben. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, das müsste passen. Müsste auch das letzte Spiel so sein gewesen sein. Gut. Wie gesagt, an der Stelle werde ich die Aufnahme jetzt beenden. Und ich entschuldige mich nochmal fürs Ruckeln vorher. Da müsste irgendwie tatsächlich locker 2-3 Minuten ein bisschen ruckeln gewesen sein. Tut mir leid. Ansonsten bleibt schön dran, macht schön mit, sagt mir noch Bescheid wegen Robben oder David Lewis. Ihr könnt mir das Wochenende, denke ich mal, Bescheid geben, da ich übers Wochenende eh nicht da bin. Und dann kann ich es am Sonntag lesen und dementsprechend dann gleich in der Aufnahme machen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes restliche Wochenende und einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein!